Entschuldigen Sie, wo steht denn die Bibi? Wer? Na, die Bibi von Bibis Boostbunker. Entschuldigung, ich weiß jetzt wirklich nicht, was Sie meinen. Haben Sie Bilou? Ja, kommen Sie mit. Loves you, creamy Mandarin from Bilou. Bibi loves you, cremiges Duschschaum, cremiger Duschschaum. Sorry für die schlechte Qualität, aber ja, ich möchte gern ganz aktuell dieses Video rausbringen. Also, was haben wir hier drauf? Ja, creamy Mandarin. Was steht da? Bilou, cremiger Duschschaum, made with love and passion. Außergewöhnliche Düfte, die euch den Tag versüßen. Das will ich doch mal hoffen. Bilou Creamy Mandarin duftet nach erfrischend fruchtiger Mandarine, ich dachte nach Chinese, gemischt mit süßer Vanille-Eiscreme, yummy yummy. Aber Achtung, Bilou Duschschaum ist nicht zum Verzehr geeignet. Okay, das heißt, sie wollen jetzt damit sagen, dass die Zielgruppe zu dumm ist und das dann noch tatsächlich essen würde. Kann ich denen glauben? Den der Nuvena GmbH aus Heidelberg. Anwendung. Wir müssen jetzt echt noch erklären, wie das angewendet wird. Okay, Inhaltsstoffe. Ja. Na, Scharfstellen bitte. 100% vegan. Warum macht man das 100% vegan? Ich weiß, das kann man doch eh nicht essen. Verstehe ich nicht. Okay, ich mache das Ding jetzt einfach mal auf mit einer Hand, weil ich mit einer Hand Kamera fest habe. Okay, mal dran riechen. Oh Gott. Okay, das Zeug ist wirklich abartig. Wie kann aus dem kleinen Loch da oben so viel Gestank rauskommen? Oh nee, nee. Oh Gott, ey. So, da ist es also. Da freut sich auch die Bibi. Okay, da unten schwabbelt's ein bisschen, aber egal, wir kümmern uns weiter hier rum. Ich habe das Teil da jetzt gerade ein bisschen... Ihr habt es ein groß auf meiner Hand aufgetragen. Und ich kann das jetzt gerade nicht machen, weil ich dafür brauche ich jetzt eine dicke Hand. Ah, das sollte ich besser nicht machen wegen meinem Bildschirm. Und, es riecht einfach schrecklich, das Zeug, weil... Ja, ich weiß nicht, wir gucken uns einfach mal hier diese Inhaltsstoffe an. Da steht jetzt drauf, Aqua, Sodium, Laurin, also ganz viele Sachen, aber steht drauf, was nicht drin ist. Parabene, Silikone, Mineralöl. Ist das schlimm? Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall ganz viel Chemie drin. Ich weiß nicht, was es ist. Okay, wie soll es sonst gehen, wenn da keine Chemie drin wäre? Ich versuche jetzt einfach mal, die Kamera anders hinzustellen. So, sieht man das so? So, machen wir jetzt hier noch mal ein bisschen was drauf. So, hier habt ihr es. Ganz ein bisschen was. Und dann kann man mal so holen. So, das bisschen da. Es riecht noch schlimmer, noch extremer nach... Ja, ich weiß nicht nach was.
stellen wir mal da so hin. Und ja, also ich verreibe es jetzt was. Ah, scheiße, sieht man ganz schlecht in dieser Kameraperspektive. Also ihr seht, es lässt sich gut verreiben. Ah, ich sag das vielleicht mal so. Es ist schon gar nichts mehr da und dementsprechend braucht man auch sehr viel aus dieser Dose. Ah, jetzt stinken meine Hände. Und, ah, oh Gott, das war der größte Fehler meines Lebens, das Zeug zu kaufen. Jedenfalls, ja, du bist schrecklich. Mit Mandel und Olivenöl. Weißt du mal was Schönes? Okay, unterstützt durch Bilou. Ja, das ist mir schon klar. Also, seht ihr mal, ihr müsst dann schon mindestens so viel davon holen. Und ich glaube, das sind 200 Milliliter. Das ist wirklich ein ganz kleines Döschen. Zum Vergleich hol ich mal gerade. Wow. Da seht ihr es nochmal. Zum Vergleich hol ich jetzt einfach mal. Ja, diese Re-Fernbedienung. Und. Ja, jetzt wird meine Kamera abgeschmiert. Ich weiß es nicht. Filmt ihr noch? So, da hat die Kamera mal gerade ganz kurz gesponnen. Also da ist, seht ihr nochmal den Vergleich. Hier Bilou, da die Fernbedienung, also ist etwa gleich hoch und auch von der Dicke her. Also, ja, das findet auch die Bibi toll, denn die macht damit ganz viel Geld. Denn das Ding hier kostet rund 4 Euro, also 3,75 Euro. Ich habe gehört von jemandem, der hat das jetzt 2 Wochen lang getestet und braucht für eine Woche eine so Dose. Es bedeutet dann einen Monat 4, 8, 12, 16, 20 Euro. Das ist ganz schön viel, vor allem wenn man jetzt bedenkt, dass das nicht so ist wie das, nee, nicht das Starphone, sondern das Bibiphone. Oh, Bilou, ja. Wer ist das denn? Jedenfalls, das da ist ja etwas. Das kann man sich. So, das nicht. Das kann man sich bei Bedarf einfach so kaufen. Ich meine.